Und das war's schon wieder. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare im Da können Sie lang warten, bis Sie blau und grün sind, lieber Herr Süß oder sauer oder also schwarz. Die Schwarzwurzel des kleinen Johannes ist schwarz geworden im eigentlichen Sinn der Wurzel des Wortes. Also, wenn Sie meinen, was ich verstehe. Was machen Sie denn schon wieder hier? Na, ich bin der neue Alte. Ich fang noch mal an. Ich bin der neue Alte. Ministerpräsident. Ja, weil das ja klar ist. Eben nicht. Ja. Platzhalter, Statthalter, satter Platzwärmer für den Landeshüter. Schauen Sie, wo sind die Söwangers dieser Tage? In den Koalitionsverhandlungen. Und da verkohlen sie sich, bis sie sich schwarz verhandelt haben. Es sind ein Aiwanger von rechts, ein Hubert der Markus, ein Söder, ein Holiday-Check, ein Streibel und andere Amigos. Wissen Sie, wie sowas abläuft? Naja, die besprechen halt Positionen und Ministerposten so. Ganz genau. Ich auch nicht. Ja, weil Sie ja nie eine Koalition führen mussten wegen dieser absoluten Mehrheit. Weit verfehlt, Genosse, weit gefehlt, Weidmanns Dank, wollte ich sagen. Das mit der absoluten Mehrheit für die CSU-CSU stimmt natürlich. Das waren ja auch noch Zeiten, in denen die CSU-CSU weit rechts und links von der CSU 50, 60, 70 Prozentpunkte geholt hat. Aber ich habe ja auch immer Verbandelungen geführen zu wusst, also Verhandlungen führen gemusst. Wie das ohne Koalitionspartner? Mit wem? Na, unter anderem mit dem CSU-Vorsitzenden, der sich das ein oder andere Glas Champagner geöffnet. Der auch Edmund Stoiber war. Und ich sag Ihnen, Herr Tschüss, das waren harte Verhandlungen. Der Edmund war und ist ein harter Hund. Eine Marke Transrapid, ein Pit Bull, wenn Sie verstehen, was ich für ein Wadel beiße. Ich verstehe es nicht. Am Ende sind wir uns zum Wohle unseres Bayernlandes immer einig geworden. Aber ich sag Ihnen, das war für meine Wolfratshausener Karin im elterlichen, im ehelichen Ehebett nicht immer einfach, wenn der Edmund mit dem Stoiber quer lag. Wissen Sie denn, was das Allerwichtigste ist bei solchen Kohlverschandelungen? Koalitionsverhandlungen. Na, dass nichts von den Verwandlungen nach außen dringt. Ja, das stimmt. Bisher ist tatsächlich nichts nach außen gedrungen. Ungewöhnlich bei so mitteilsamen Persönlichkeiten wie Herrn Söder und Herrn Aiwanger. Ganz genau. Da pimpert der eine den anderen und schaut, dass nichts rausläuft. Also durchdringt durch die Wand des Kabinetts. Schon irgendwie lustig, dass Kabinett im Italienischen ja Klo heißt. Ein bisschen mehr Kontinenz, Herr Süß. Schauen Sie, in der CSU gab es auch andere Zeiten. Nach mir hat es ja nur noch ein Mensch geschafft, die obsolete Mehrheit, die absolute Mehrheit zu verkohlen. Was die Hofer? Der wiederum dafür bekannt war, dass er, umgehungsstraßlich gesprochen, das Wasser nicht gut halten konnte, wenn es um das Pressen, um die Presse ging. Sie meinen, Herr Seehofer hat gerne interner ausgeplaudert. Richtig verfasst, Herr Christoph. Deshalb können wir, wenn Sie mir die Analyse gestatten, aus dem Schweigen hinter dem Kabinen eine wichtige Botschaft erkennen. Die da wäre? Möglicherweise haben sich diese Menschen nichts zu sagen. Sie wollen einfach nur regieren. Na dann, gute Nacht. Wollen Sie noch mehr? Hammer.